Heute waren wir ja mit unserer CDU beim Speed-Dating bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem auch bei Wirsol Roof Solution in Kirlach. Und es war mal wieder hochspannend und interessant. Wir haben viele neue Ideen mitgenommen, vor allem Ideen für Innovationen. Es wurde eins deutlich, wir müssen gerade auch bei der Energiepolitik weniger über Verbote und Pflichten sprechen, sondern wieder mehr übers Erfinden und Regulatorik abbauen, Möglichkeiten schaffen, auch mal zum Ausprobieren. Und gerade auch beim EEG erleben wir, dass wir hier am Ende eines Zeitalters angekommen sind und jetzt beginnt eine neue Ära. Und die wollen wir gestalten zu einem Modernisierungsjahrzehnt. In Deutschland gehört auch eine weitere Stärkung der Energiewende. Wir wollen jedenfalls dafür kämpfen und uns dafür einsetzen. Und ich glaube, mit Unternehmen, die wir hier vor Ort haben, mit großer Erfahrung, aber auch viel Elan und viel Innovation, wird uns das gelingen. Eins ist auch klar, die Energiewende werden wir nur schaffen, wenn wir massiv weiter die erneuerbaren Energien ausbauen. Dazu gehört Wind, aber vor allem auch Solar und eben Photovoltaik. Und ich glaube, da ist noch unheimlich viel Potenzial auf unseren Dächern in der Republik. Hier wollen wir ansetzen, wollen Erleichterungen schaffen, damit sich Eigenverbrauch auf dem Dach bei PV auch richtig rechnet. Ein Thema, das bei allen Besuchen heute immer wieder durchgeschlagen hat, ist das Thema Bürokratie. Hier müssen wir besser werden beim Bürokratieabbau. In unserem Regierungsprogramm haben wir ein klares Ziel, das heißt One in, Two out, bedeutet, ein neues Gesetz wird nur in Kraft treten, wenn wir gleichzeitig dafür zwei bestehende Gesetze abschaffen. Ich glaube, das ist ein guter Vorsatz zur Entbürokratisierung und das brauchen wir auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Und dann haben wir gute Aussichten, dieses Land in eine gute Zukunft zu führen.